Ja, ich zeige euch jetzt mal hier die Szene, wie es in echt aussah. Hat mich einfach ein Typ in den Bus gezogen. Oh mein Gott, ich stehe einfach in so einem grünen Raum drin. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es ein richtig krasses Special Video, nämlich einen Vlog. Ich werde euch heute im Vlog nämlich zeigen, wie mein Brawl Stars Song entstanden ist. Von Anfang bis Ende, wirklich. Von dem Tonaufnehmen bis hin zum Musikvideo, wie ich die ganzen Zuschauer getroffen habe aus dem Musikvideo. Und ihr werdet auch sehen, wie der Song ohne Effekte aussieht. Das ist nämlich auch sehr, sehr lustig. Also lasst unbedingt ein Like da, Leute. Schreibt mal, habt ihr den Brawl Stars Song gefeiert? Und ich würde sagen, Leute, wir starten mal rein. Für mich geht es jetzt nämlich nach Berlin zum Tonstudio. Let's go! So, Freunde, wir sind jetzt hier am Tonstudio angekommen. Ihr seht es auf jeden Fall. VR. Bin mal sehr, sehr gespannt. Hab ja sowas, wie gesagt, noch nie gemacht. Irgendwie rappen, singen oder sonst irgendwie was. Das heißt, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ich würde sagen, kommt mal mit, Freunde. Das heutige Video wird übrigens unterstützt von Filmora Wondershare. Passend zum Oktoberfest gibt es aktuell bei Filmora Wondershare bis zu 30% Rabatt auf deren Schnittprogramm. Mit diesem Schnittprogramm kann man eben zum Beispiel auch, ja, so ein Musikvideo schneiden, wie man es bei mir gesehen hat. Oder auch natürlich Gaming-Videos. Ihr seht hier im Hintergrund, wie das Ganze schon gemacht wurde. Wie gesagt, es lohnt sich aktuell sehr, weil ihr bis zu 30% spart für die Software. Mit dem Oktoberfest-Special eben. Außerdem gibt es zum Beispiel auch passend für Gaming-Videos richtig coole Gaming-Effekte. Zum Beispiel könnt ihr sowas machen. Okay, oder auch sowas machen, ne? Also gibt's x Möglichkeiten, ihr seht es hier im Hintergrund, wie viele Sachen es da wirklich gibt. Perfekt wirklich für Streamer, aber auch natürlich für Gaming-YouTuber, die ja ihre Videos auf das nächste Level bringen wollen, ein bisschen professioneller das Ganze eben machen wollen. Aber natürlich ist das Ganze auch perfekt für Anfänger geeignet. Bearbeitet jetzt gerne ein Video mit Filmora, zum Beispiel von mir, aber auch eins von euch. Und schickt die Bilder oder Videos davon an diese E-Mail und ihr könnt am Gewinnspiel teilnehmen für 2 Filmora Pro-Lizenzen. Also gönnt euch unbedingt, Leute. Erster Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch gerne Filmora. Gehen wir mal hier rein. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ah, moin. Hey. Servus. Na, Digga, alles gut? Ja, bei dir? Super. Läuft. Nice. Okay, sieht schon mal sehr, sehr nice hier aus. Danke. Hier nimmt man auf jeden Fall dann wahrscheinlich das auf. So, was dann so der erste Schritt? Also, wo fängt man dann am besten an? Was meinst du? Also, ich denke mal, wir sollten vielleicht den Hookline zuerst machen. Mhm. Ich glaube, der ist am meisten Arbeit. Okay, also Refrain quasi. Genau. Ja, Freunde, würde ich sagen, probieren wir das mal. Let's go. Ready, Lukas? Ja. Okay. So, Freunde, wir sind jetzt hier fertig. Es hat insgesamt, also das Aufnehmen, schätzungsweise so 3-4 Stunden. Hat es auf jeden Fall gedauert. Ja, Automax sagt da auch ja zu. Yeah. War echt sehr interessant für mich. Also hat echt sogar Spaß gemacht. Ich bin eigentlich nicht so ultra musikalisch, aber es ging auf jeden Fall klar. Ihr habt ja schon das Endergebnis gesehen. Aber wie gesagt, das Musikvideo wurde zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht gedreht. Das heißt, das seht ihr jetzt auch nochmal ein bisschen hinter den Kulissen, wie das funktioniert hat. Nachdem ich dann in Berlin fertig war mit dem Tonstudio, ging es wieder zurück nach Mannheim. Und dann wieder ein paar Tage später von Mannheim nach Hannover, denn dort wurde der erste Teil des Musikvideos mit Zuschauern gedreht. So, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen in Hannover und zwar ist der erste Drehort hier die Schule. Und wir sehen schon hier einige Zuschauer, die schon am Start sind. Genau, wir haben eben schon Fotos gemacht und so weiter mit den ganzen Zuschauern und Autogramme gegeben und so weiter. Jetzt starten wir gleich rein hier mit den ersten Szenen vom Musikvideo. Bin mal sehr gespannt, Leute. Let's go. So, Freunde, wir sind jetzt hier gerade noch am Dreh. Hier haben wir auf jeden Fall auch meinen Klassenkameraden und hier natürlich auch. Genau. Und wir drehen jetzt hier ein paar Szenen sozusagen. Die habt ihr auch schon gesehen. Gleich müssen wir sozusagen einfach zusammenpacken. Ich habe eben schon mit so einer Papierkugel geworfen auf den Lehrer. So, Freunde, natürlich nochmal wichtig, von ihm kam die Idee mit der Papierkugel. Hier sehen wir auf jeden Fall die Brawl Stars Klasse hier. So, Freunde, wir sind jetzt hier durch mit den Dreharbeiten und wir spielen gerade noch hier eine schöne Testspielrunde mit allen zusammen. Ich wurde schon gekillt auf jeden Fall. Wer hat mich gekillt? Ich. Er hat mich gekillt, ich Leute. Ich hab ihn gekillt. War sehr, sehr cool, hat sehr gut geklappt. Also nochmal vielen Dank an alle, die da waren. So,
So, Freunde, wir sind jetzt tatsächlich durch mit dem ersten Teil von dem Dreh mit den Zuschauern. Hier hinter mir war auf jeden Fall die Schule. Und genau, jetzt geht's zu der nächsten Location weiter. Mit einem Bus auf jeden Fall. So, Freunde, hier wurde jetzt gerade mit einem Bus, den wir extra gemietet haben für diese Szenen, die ganzen Szenen aufgenommen, wo sich der Brawler sozusagen in den Bus reinzieht. Das hat dann quasi eine Person gemacht. Und genau, so, Freunde, also die Bus-Szenen sind jetzt tatsächlich fertig abgedreht. Übrigens, habe ich noch gar nicht gezeigt hier, habe von einer Zuschauerin einen richtig nicen Danita hier gebastelt bekommen. Mega, mega cool. Der Tag war auf jeden Fall richtig cool mit den Zuschauern und der zweite Drehtag des Musikvideos war dann in Ingolstadt. Dann ging es quasi wieder von Hannover nach Mannheim und dann wieder von Mannheim nach Ingolstadt, Leute, ein paar Tage später. Und ja, dort wurden eben witzige Szenen gedreht. So, wir sind jetzt hier im Greenscreen-Studio angekommen, Freunde. Sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Hier eine riesige grüne Fläche. In echt ist das nochmal grüner, als es jetzt hier auf dem Video aussieht. Und hier werde ich dann quasi stehen und werde in die Brawl Stars Welt hinein teleportiert, kann man sagen. Also, dass wir dann alles, was cool ist, ist dann Brawl Stars, Hintergrund, Welt und so. Da bin ich mal sehr gespannt. So, Freunde, und jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal das Musikvideo ohne Effekte. Das ist super lustig geworden. Übrigens nochmal Grüße gehen raus an die Jungs von Fastlanes, die das ganze Video gedreht haben. Hat mega viel Spaß mit denen gemacht und ging auch sehr, sehr gut alles von der Organisation und so weiter. Und jetzt zeige ich euch mal ein paar lustige Szenen, Leute, aus dem Musikvideo. Und zwar zum Beispiel die eine Szene, die ihr jetzt hier seht, wo ich von Leon in den Bus gezogen werde. Das ist zum Beispiel eine sehr witzige Szene. Da fragen sich bestimmt viele, wie wir das gemacht haben. Das ist nämlich gar nicht so einfach gewesen. Das mussten wir sehr, sehr oft drehen. In echt sah das so lustig aus. Ja, ich zeige euch jetzt mal hier die Szene, wie es in echt aussah. Hat mich einfach ein Typ in den Bus gezogen. Und zwar auch ein Kollege von dem Musikvideo. Wir haben jetzt mal hier sein Gesicht nicht gezeigt. Ich weiß nicht, ob er das halt möchte. Kein Plan, aber ja, tatsächlich hat er mich in den Bus gezogen. Und die Szene wurde dann einmal quasi, ne, auch mit Luft aufgenommen. Also gar nichts gezeigt. Dann wurde das irgendwie so zusammengesetzt. Ich weiß nicht, Leute, sau kompliziert. Aber mega witzig, Leute. Wir fanden das so witzig. Er hat mich ohne Witz, ich glaube, 10-mal oder so mindestens, oder 15 Mal in den Bus gezogen. War echt so lustig. Das zum Beispiel die Szene. Und auch zum Beispiel die Szene, wo der Bus hier rollt, wo Brawlbus steht, Leute. In echt steht da allerdings nicht Brawlbus, sondern einfach hier Busbetrieb und Setra. Also einfach die Busmarke natürlich. Das wurde dann auch so cool übereinander gesetzt, Leute. Das ist auf jeden Fall auch eine witzige Stelle. Und jetzt fragen sich natürlich viele, wie bin ich in dieser Brawlstars-Welt drin und kämpfe gegen Mortis? Das war sau aufwendig. Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Das Ganze wurde einfach so gedreht. Oh mein Gott, ich stehe einfach in so einem grünen Raum drin. WTF, also ganz, ganz komisch. Aber ich wusste das schon nur vorher, dass das ungefähr so gedreht wird, Leute. Ja, finde ich echt mega nice, ne? Also ihr seht auf jeden Fall, ich bin in so einem grünen Raum. Überall kleben da so grüne Sachen und da sind auch so zwei Pfosten. Das sind solche Punkte auf jeden Fall, die dann, ja, die der CGI-Typ quasi dann dafür benutzt hat, um halt die Abstände und so weiter festzulegen in der Welt. Ist ein bisschen kompliziert. Und jetzt hier eine richtig geile Szene. Ihr seht hier in meinem Musikvideo, wie Mortis die Ulti auf mich macht und ich so nach vorne falle und meine Jacke wegfliegt unter diesen Fledermäusen. Und in echt sieht das einfach auch, finde ich, mega geil aus, wie ich so nach vorne fliege und meine Jacke fliegt dann einfach so weg. Oh mein Gott, Leute. Ihr wisst nicht, wie wir das aufgenommen haben. Da hat wirklich jemand, also wir haben so einen Faden an diese Jacke gebunden. Jemand hat die von der Leiter so weggezogen, diese Jacke. Aber das ist echt sau cool geworden, finde ich auch. Dann seht ihr auf jeden Fall auch, ne, wie ich hier so schieße, in diesem grünen Raum einfach. Der grüne Raum war echt sehr, sehr krass, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht, war auch echt aber aufwendig. Zum Beispiel hier, wo ich auch in Deckung gehe im Musikvideo, ihr seht das, hinter so einer Kiste. Gehe ich in echt hinter Deckung, hinter so einem grünen, ja, Teil einfach, ne? Also es ist komplett mit so grünen Dingern gedreht worden. Und auch zum Beispiel hier die Szene, richtig witzig, wo ich so schieße, da sieht man einfach hinter mir noch diese Lampe. Und im Musikvideo sieht man eben natürlich nur die schöne Brawl Stars Welt. Ja, ist auf jeden Fall echt sehr, sehr cool geworden, muss ich sagen. Die Szene, wo ich neben Leon im Bus sitze, ist auch ultra lustig ohne Effekte, weil in echt sitze ich einfach neben niemandem, Leute, und zeige einfach der Luft dieses Handy. Das ist so geil, Digga. Oh mein Gott, Leute, da kann ich auch ein bisschen blöd vor, aber na, was soll man machen, ne? So ist es halt, Leute. Das ist auf jeden Fall das Musikvideo ohne Effekte gewesen, Leute. Ich hoffe, es habt ihr auf jeden Fall gefeiert. Lasst mal ein Like da. Wir sehen uns. Ciao, ciao.